Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gruseligen Folge von Rise of Insanity. Letzte Folge waren wir in dem Gewächshaus und haben dort wahrscheinlich sogar sehr den Ort gefunden, wo der Mörder das Kind vergraben hat und es dort mehr oder weniger beerdigt hat. Jetzt sind wir wieder an einem neuen Punkt. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Okay. Fernseher ist wieder an. Okay, dort sehen wir, ich hoffe, man hört mich überhaupt, das Kind und diesen schwarzen Schatten, den man ja so gut wie auf fast jedem Bild sieht. Och man, komm schon. Irgendwie will die Maus nicht. Also es liegt nicht an meiner Maus, es liegt am Spiel. Sieht ein bisschen so aus. Als wäre hier jemand eingebrochen. Wenn ihr mich fragt. Es wechselt auch kontinuierlich zwischen Garten, Haus und Klinik. Müsst ihr mal drauf achten. Also wenn das jetzt immer so runterzieht, Jo! So. Gut, dass wir da weggegangen sind, würde ich sagen. Das wäre nicht lange so gut gegangen. Gucken wir nochmal im Kinderzimmer. Was haben wir denn da? Die Quietscheente! Alle Bilder sind runter, dort sind Fußbälle. Oh, sowas mag ich ja auch nicht, ne, Freunde, also das geht hier mal gar nicht. Dort. Okay, da ist wieder dieser Rabe auch zu sehen, die Mutter und dort das Messer in ihr drin, würde ich sagen. Also können wir jetzt eigentlich schon sehr genau sagen, dass das Kind höchstwahrscheinlich in der Küche umgebracht wurde. Kommen wir hoch? Ja. Okay, da scheint es jetzt auch zugeschüttet zu sein. Hallo. Okay, da scheinen wir nicht reingehen zu dürfen. Jetzt geht's mir mal wirklich auf den Keks. Da auch nicht. Müssen auch mal gucken, ob wir links und rechts vielleicht Schubladen öffnen können. Noch ein Flur. So, hier. Ah! Today is 28th of March. March! No. Weird case. Only experimental methods. Only experimental. No. Why him? I don't know. Weird case. Okay. Jetzt mal wieder zurücklaufen. Hier konnten wir keine Türen öffnen. Oh, Leute! Wieder dieser Rabe. Was hat dieser verdammte, vermaledeite Rabe damit zu tun? Oh, es geht weiter. Das Telefonchat. Besetzt. Ist aber nicht sehr höflich. Man ruft an und legt sofort auf. Das finde ich überhaupt gar nicht höflich.
Freddy was born. On Friday, he had a family on his own. Wednesday, his dreams did not allow him to sleep. So on Thursday day, he visited the doctor to confirm. Ja, was soll ich sagen? War es jetzt das Kind? Oder war es jetzt doch der Gärtner? Naja, wie gesagt, das ist das Ende der Early Access. Das heißt, irgendwann geht es, denke ich, mal weiter. Ja, jetzt sind wir da, wo wir vor exakt 4 Folgen angefangen haben im Menü. Ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr bis zu diesem Punkt geschaut habt mit mir zusammen und ich wurde auch das ein oder andere Mal durchaus erschreckt. Ich hoffe, ihr auch. Das ist ja der Sinn und Zweck. Wenn ihr noch mehr solcher Gruselspiele sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe auch noch ein paar auf Lager, die ich ganz gerne mit euch mal durchspielen möchte. Ich fand es jetzt relativ kurz, wenn ich ehrlich bin, aber es scheint ja dann irgendwann weiterzugehen. Und damit sage ich danke für euer Zuschauen und wir sehen uns dann in weiteren Projekten wieder. Tschüss!